Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Risen 2. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir den Kopfschmuck bekommen von unserem werten Riley. Ich habe mir jetzt schon dafür ein bisschen Ration reingepfeffert. Und dann wollen wir mal gucken. Nettes Kopftuch. Ja, wenn einen den ganzen Tag die Sonne auf die Rübe knallt, braucht man sowas. Außerdem erkennt man an dem roten Kopftuch direkt, wer hier auf den Feldern das Sagen hat. Oha. Gib das Ding mal her, einschüchtern 10. Gibt's das auch für Männer? Wer denn? Du dämlicher Mistkerl! Ha! Rakatonk! Na, das Provozieren ging ja ziemlich einfach. Ka, schlag zu! Eieiei. Ach, Mensch. Da! Ka, schlag zu! Okay. Raka, kämpfe! Raka, kämpfe! Zeig mir sein Blut! Da! Da! Raka, kämpfe! Ah, Mann, ich will immer ausweichen, aber immer zu spät. Ka, schlag zu! Reiß schon an! Da! No! Raka, daneben, kämpfe. Na toll! Rakatonka! Okay. Raka, Raka! Da! Zeig mir sein Blut! Ah, wieder daneben. Da! Raka! Da! Na komm schon! Da! So, kurz einen Grob genommen. Oi. Okay, ich habe ihn jetzt aufgeholfen. Was? Hast du jetzt noch was zu sagen? Nein. Dann brauchst du auch kein Kopftuch mehr. Ach, so geht das jetzt. Ich dachte, ich kann ihn jetzt einfach plündern. Hat er nicht seinen Degen fallen gelassen? Was? Lass mich bloß in Ruhe. Nee, er hat seinen Degen noch an der Seite. Okay. Gut, aber wir haben das Kopftuch. Benutzbar? Nee. Ausrüstung. Kopftuch eines Piraten. Okay. Ja. Einschüchtern plus 5. Ja, wir sehen schon piratenähnlich aus. Wir können uns jetzt anheuern lassen. So, wir hätten jetzt auch schon wieder 1000 Ruhm. Das kostet jetzt sogar das Doppelte. 2000. Aha. Wäre es jetzt nicht besser, wenn wir jetzt... hier nochmal auf... Ja, obwohl, ich will mal kurz was gucken. Also, rechte Hand, Flinte. So. Ob man damit auch noch anders kämpfen kann. Aber es sieht eher halt aus wie... ohne Bajonett. Aber das geht auch. Okay. Hä? Was war denn das für ein süßer Hopser? Okay. Legen wir erstmal beiseite. Bloß das Problem ist, ja, wir brauchen Kanonenkugeln. Müssen wir uns bestimmt auch kaufen, aber mit 40 Gold kriegen wir das bestimmt nicht hin. Aha. Warum ging zuher noch ein bisschen mehr? Hm.
Wächst eigentlich überall. Seltsam geformte weiße Blüte gibt dieser ihren Namen. Aha. Also ich weiß noch nicht, ob hier einige Pflanzen nicht vielleicht besser werden aufzubehalten, weil kann ja mal gucken. Charaktere, Voodoo, Talente war das. Ritual, Totenkult, Beschworenen Geistes, so hört sich eigentlich ganz cool an, aber das sieht hier nicht so aus, als wenn es hier irgendwie noch Zwischenfähigkeiten gibt. Aber es gibt ja auch sowas wie Schleichen und so. Bloß ich kann das halt nicht einsehen. Da müssen wir mal gucken. So, jetzt sagen wir erstmal Bescheid, dass wir das Kopftuch haben. Das heißt, wir müssten jetzt nur noch zu den Piraten gehen irgendwie. Hallo Carter. Na, mit unserem derzeitigen Gold können wir nichts machen. So, dann geben wir unsere Arbeit mal Bescheid jetzt hier. Oh, ich sehe da hinten, glaube ich, noch eine Pflanze. Ja, Goldklee nehmen wir mit. Ja, schwierig, schwierig. Ich bin erstmal am Überlegen, doch erstmal den Degen wieder, also das Offizierschwert wieder reinzumachen. Besser wäre es, glaube ich. So, dann geben wir erstmal einer unserer Arbeitsstellen jetzt hier Bescheid. Die Sache mit dem Gork ist erledigt. Und? Hast du das Fleisch mitgebracht? Hier, mit schönen Grüßen von Tompkins. Gut, das wäre dann alles für heute. Hier hast du deine 200 Goldstücke. Deine Freundin müsste auch fertig sein. Du kannst das Geld ja mit ihr teilen. Gehen wir ein Stück, damit wir in Ruhe reden können. Okay, dann gehen wir mal ein Stück. Gehen wir mal hier vorne hin. So. Ich habe uns ein wenig Proviant besorgt. Gut gemacht. Her damit. Nicht so schnell. Der Koch hat dir Gold gegeben. Was ist mit meinem Anteil? Oh, shit. Ja, komm. Hier hast du deinen Anteil. Und hier hast du ein wenig Proviant. Eine Hand wäscht die andere. Okay. Wie mache ich mich? Ich muss dir jetzt nicht sagen, wie toll du bist, oder? Okay, du bist toll. Und jetzt beweg dich. Ja, das mag ein Mann doch gerne hören, ne? So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch einmal schlafen, bevor ich jetzt mein Proviant hier wieder opfere. Und dann wollen wir mal gucken. Ja, bis jetzt, goldtechnisch sind wir ja wirklich, ja, unter aller Kanone. Aber mal gucken. Vielleicht haben ja die Piraten nochmal die eine oder andere Arbeit für uns. Schlafen wir erstmal bis zum nächsten Morgen, dann sind wir schön ausgeruht. Ah, schön. So muss das. So, und dann gehen wir... Ja, wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Ich würde da hinten mal so ein bisschen durchgucken wollen. Oder hier, da ist auch nochmal was. Na komm, wir gehen jetzt mal ein bisschen herausfordernderes machen. Mit unseren 6 Pistolenkugeln. Ich hoffe, ich finde noch mehr. Weil die Flinte würde ich ja schon gerne öfters benutzen. Gerade nicht. Okay, alles Arbeiter hier. Gut. Ich glaube, die Feldarbeit hat sich gerade irgendwie erledigt. Das heißt, wir könnten uns doch eigentlich hier beim Werkzeug mal so ein bisschen umschauen. Oh. Kollege? Ich habe Hunger. Die Wachen geben mir nichts mehr zu essen. Warum lassen sie dich hungern? Ich habe versucht zu fliehen. Das ist meine Strafe.
Hier, hast du was zu essen? Du bist ein guter Mann. Ich habe einen Rat für dich. Geh nicht nach Osten, ins nächste Tal. Dort warten meine Brüder. Sie sind entkommen und sind sehr zornig. Sie werden dich töten, wenn sie dich sehen. Warum sollten sie das tun? Ich gehöre nicht zur Inquisition. Für sie sind alle Guchos gleich. Kann man nicht mit ihnen reden? Für meine Brüder ist die Zeit des Redens vorbei. Sie haben Waffen und Rüstung aus den Gräbern der Ahnen geholt. Sie mussten schwören, Blut zu vergießen oder dem Zorn der Ahnen zu begegnen. Erzähl mir mehr über die Gräber. Unser Volk lebt schon lange nicht mehr hier. Aber es gibt Gräber der Ahnen auf dieser Insel. Bauwerke aus Stein, voller Schätze, sehr alt. Die Ahnen, die dort liegen, sind sehr mächtig. Was ist der Zorn der Ahnen? Wenn die Gräber der Ahnen aufgrund ehrbarer Absichten geschändet werden, so kann es sein, dass die Ahnen sich mit einem Blutopfer zufrieden geben. Geschieht es aber aus Gier, dann erheben sich die Ahnen aus ihren Gräbern und bereiten dem Eindringling ein blutiges Ende. Hüte dich vor dem Zorn der Ahnen. Warum sind die jetzt alle wieder da? Na gut, scheint so normal zu sein. Warum liegt hier eine Magiebeere direkt in der Luft? Ich weiß es nicht. Gut, das heißt, da können wir nicht rein. Und wir sollten uns vor den Ahnen erstmal in Acht geben. Na gut, gucken wir uns mal jetzt hier die Höhle an. Spielstand wurde erstellt. Hallo? Jemand zu Hause? Vorsichtig. Kommen hier bestimmt so eine Sandwühler wieder. Was ist das da hinten? Das ist ja mal ein ekliger Käfer. Das ist bestimmt nicht eine Termite. Okay. Hallo, Termite. So. Ui. Ich will auch treten können. Wie kann ich treten? Sehr schön gemacht, Patty. So. Erstmal Waffe wieder wegstecken. Warum kann ich nichts looten von dir? Ich weiß es nicht. Aber diese Höhlen sind noch mal ein bisschen schicker ausgestattet. Oh, Schrot. Eine Fackel und 20 Gold. Sind zwar ein bisschen schöner ausgestattet, aber sie sind halt auch ein bisschen verwinkelter. Oder sehen ein bisschen verwinkelter aus. Ja, diese Knochensäge, die würde ich schon gerne haben wollen, damit wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr ausnehmen könnten. Aber wir haben halt kein Gold mehr. Das ist so ein bisschen mein Problem. Wir könnten ja noch mal probieren, hier abends reinzuschleichen. Dafür müsste ich jetzt aber noch mal schlafen gehen. Damit er das vielleicht nicht mitkriegt. Und ich glaube, wir müssten dann auch, glaube ich, Patty können wir ja den Befehl zu warten geben. Dann müssten wir sie halt warten lassen. Bis sie dann halt in der Nähe stehen bleibt. Schmiere steht. Und wir uns da drinnen mal vielleicht umgucken könnten. Wäre auf jeden Fall schon mal eine Idee. Ist halt jetzt bloß ein bisschen blöd, dass wir jetzt hier hin und her laufen müssen. Aber mal schauen. So, ich weiß auch noch nicht, wie hell die Fackeln jetzt sind. Oh, und unser Grog geht uns langsam auch aus. So, schlafen wir jetzt bis Mitternacht.
Schauen wir doch mal. Also jetzt müssten sie ja eigentlich alle irgendwie hier hinten in die Baracke gehen, damit sie schlafen gehen können. Oder vielleicht doch nur morgens, was sie die ganze Nacht durchschuften müssen. Nee, ach jetzt. Ihr geht gerade nach Hause. Wunderbar. Wahrscheinlich, weil wir gerade geskippt haben. Also so die Nacht geskippt haben. Sind die jetzt einmal nach Hause und wieder zurück und müssten gleich wieder zur Arbeit. Oh, die Armen. Ah, er sitzt immer noch da vorne. Ich glaube nicht, dass ich mich an ihm vorbeischleichen kann. Warte hier. Gut. Okay. Wir probieren es aber trotzdem, da irgendwie reinzukommen. Okay, hier haben wir eine Fackel. Verschlossen. Ein Apfel. Ja, mehr haben wir hier nicht. Schade. Verkaufst du mir was von der Ausrüstung? Warum nicht? Muss aber unter uns bleiben. Ja, die Knochensäge, die hätte ich halt gerne. Wir haben jetzt noch 100 Gold, 160 Gold übrig. Deswegen kaufe ich sie mir jetzt mal. So, in der Hoffnung, dass wir sie jetzt auch irgendwie verwenden können. Um Gliedmaßen oder Klauen abzutrennen. Ich hoffe, ich muss dafür jetzt nichts lernen, sondern dass ich sie jetzt einfach nur brauche, um sie zu haben. So. Komm mit. Ei. Ei. So, dann gucken wir jetzt nochmal, ob wir jetzt da vielleicht von der Termite was bekommen. Ja, nachts ist das ja hier gleich deutlich gruseliger. So, zum Glück ist die Höhle so ein bisschen beleuchtet hier. Keine neue Termite. Liegt die alte noch da? Die alte ist jetzt auch weg. Na gut. Schade, schade, schade. Ich hätte es mal vorher kaufen sollen. Ich hätte nicht so geizig sein sollen. So, jetzt probieren wir mal eine Fackel aus. Ja, die Lichtintensität. Hoppala. Hat er schwache Hände, ja? Und welche Waffe? Die Waffe weg. Kluge Entscheidung. Ich wollte nur was testen. Alles gut, alles gut. So, dann gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Was sei jetzt hier oben quasi? Kann ich auch. Ja, ich kann trotzdem noch was einsammeln. Dann spielen wir hier mal ein bisschen Kräuter, Oma. Wer weiß, wann wir es brauchen, wofür wir es brauchen. Ja. Also hier ist jetzt soweit dann nichts zu sehen an Gegnern oder an Tierchen. Muss halt aufpassen, nicht, dass der Jaguar mich jetzt irgendwann hier verfolgt. Gerade im Dunkeln. Ein schwarzer Jaguar. Den sieht man nicht so einfach. Und da hinten läuft irgendwas. Was bist du? Sieht aus wie ein Affe. Wird wohl wahrscheinlich auch einer sein. Na? Krallenaffe. Ah, du? Okay, Patty kann ich schon mal nicht hauen, das ist gut. Okay. Ah, von denen haben wir jetzt auch eine Kralle erhalten. Okay, dann brauchen wir wohl wahrscheinlich doch kein Attribut dafür.
Na, das ist nur ein Busch, oder? Ja, das ist nur ein Busch. So. Hey, Warzenschwein. Okay, schön gemacht, Patty. Daneben. Okay. Ha, daneben. Na, langsam komme ich langsam rein hier. Oder auch nicht. Legt sich mit einer Stahlbart an. Okay, von dem kriegen wir trotzdem nur rohes Fleisch. Uns die Fackel. Die Fackel hält aber gut lange. Ja, Geisterlilie. Man hätte das hier wirklich tagsüber machen sollen. Jetzt will ich mir überlegen, nochmal zurückzurennen und nochmal schlafen zu gehen. Aber gut. Eine Blutwurzel. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nur auf dem Weg jetzt alles finde. Schauen wir mal kurz. Boah, hier sind wir in der Einbuchtung. Wahrscheinlich, um halt nur das Fleisch hier zu holen. Da hinten geht's zum Zuckerplantage zurück. Aha. Ah, hier auch. Ha, da lacht doch noch was. Proviant ist immer gut. Da ich ja jetzt schon ein bisschen was gefunden habe, kann ich hier einmal essen. Und hier sind wir schon wieder bei der Plantage. Okay. Dann würde ich sagen, auf. Jetzt gehen wir mal geradeaus weiter. Jetzt haben wir hier einen Kreisverkehr gehabt. Goldklee. Muss ja aber ein bisschen vorsichtig durch. Da haben wir noch eine Nuss. So, und hier geradeaus weiter. Müssten wir gleich auf irgendeine Höhle oder so stoßen. Ah, Spielstand wurde erstellt. Ist halt. Zusammen packen wir das. Das ist der Jaguar, oder? Okay, Pet fightet. Ah, daneben. Gut gemacht, Patty, komm. Hui. Okay, das heißt, wir haben ja jetzt, oh, die Fackel ist jetzt auch weg. Wir haben jetzt schon mal den Jaguar gefunden, das heißt, hier hinten ist dann auch die Höhle gemeint damit. Nicht da rein, weil sonst, ja, wollen wir mit dem Leben abschließen. Aber der Jaguar ging ja jetzt eigentlich ganz gut mit Patty. Ich weiß aber auch nicht, was passiert, wenn sie jetzt, stirbt. Ob das möglich ist. Ich gehe jetzt hier mal langsamer weiter. Da haben wir einen Affen. Ja. Okay. Sehr schön gemacht, Patty. Na, komm schon. Wir stechen dich einfach ab, du Äffchen. Ich brauche nämlich eure Krallen. Gut. Wofür wir die Krallen brauchen, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier noch einen Krallenaffe. Oh, gut geschossen, Patty. Gut gemacht. Und gleich die Krallen mit entnehmen. So, jetzt muss ich aber erstmal schauen. Ich glaube, wir sind jetzt gerade an der Höhle vorbei. Ob wir es wirklich wagen sollten, da mal rein zu looken? Oder eher nicht? Ah, hier die Schädelblüte.
Sollen wir da mal wirklich reingucken? Weil das sieht ja von der Karte her aus, als wenn da irgendwie ein richtiges Höhlensystem ist oder die Höhlen sind untereinander angeschlossen. Beides wäre möglich. Gut. Machen wir aber an der Stelle erstmal nochmal einen kleinen Cut, bevor wir da reinrennen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.